Salve, ihr Spectatoris, willkommen zu einem neuen Video hier aus dem Werkzeugschuppen. Heute auch keine Serie los. Ich komme in letzter Zeit mal ordentlich zu, handwerkliche Videos zu produzieren, was ihr in diesem Kanal eigentlich vorhatte. Ja, so, ich hatte ja neulich mal schon ein Video hochgeladen, wie ich den Spaten aus VA mit Elektrode geschweißt habe und da mein Schweißgerät nun gerade auf Elektrode schweißen gerüstet ist. Ich zeige euch das gute Gerät hier nochmal. Da habe ich schon öfters in der Kamera gehalten. Leider kriege ich da auch kein Geld für. Stahlwerk MIG. Da habe ich schon meine Arbeitshandschuhe parat hingelegt. Stahlwerk Schweißgerät MIG 135 MIGBT heißt das. Ja, das kann MIG schweißen und kann auch Elektrode schweißen. Und man ist auf Elektrode gerüstet. Und nun dachte ich mal, mache ich mal ein ganz anderes Video als sonst. Habe ich, als ich das, wenn ihr das Video geguckt habt von dem Spaten, habe ich schon mal gesagt, dass ich dieses Video drehen sollte. Ich hatte vom Schrott eine Packung Elektroden mitgenommen. Ja, funktioniert sowieso nicht. Diese hier. Titanrot. Ich dachte, funktioniert nicht. Ich nehme mal mit, macht ein schönes Video von und gut ist. So, Elektra Beckholm ist natürlich so quasi meine Lieblingsfirma. Steht auch noch drauf, also ist von Elektra Beckholm. Ich dachte, das probierst du mal aus. Ja, Elektra Beckholm, da steht's. Schweißelektroden, bewährte Qualität, Titanrot, Blechen, Profilen, Rohre, allgemeinen Bau, Kessel und Rohrstählen. Kessel drauf? Ja, Kessel. Man kann damit sogar Kessel schweißen. Ja, wie gesagt, von Elektra Beckholm, da ist aber ein großes rotes Schweißgerät von. Ja, und ich dachte, die probieren wir jetzt eben zusammen aus. Ihr seht ja selber, die Packung sieht aus wie Sau. Kann man nicht vorstellen, dass da irgendwas von funktioniert, weil Elektroden müssen trocken gelagert werden. Ich habe die auch nicht vorher im Backofen gepackt. Ich probiere das jetzt einfach so aus. Hier kann ich die Ampere, die Voltzahl regeln. Hier die Stromspannung. Ich habe den jetzt hier auf MMA für Elektrode stehen. MIG, wenn ich hier MAX schweißen will, hier auf MIG stellen. So, dann hole ich mir jetzt mal Schweißmaterial. Ich habe mal wieder einen von meinen Stahlträgern hier liegen. Von oben ist besser, da ist er nämlich blank. Von meinen Stahlträgern, die habe ich noch von meiner Werkbank übrig. Ja. Ich nehme jetzt einfach mal eine, damit ihr das auch seht, dass es das originale Paket ist. Das ist schon mal abgebrochen. Egal, ich probiere das einfach aus. So, einfach eingespannt. Masse anlegen. Seht ihr das? Ja. So, Gerät ist an. Voll das. Die zünden noch. Ich gebe mal ein bisschen mehr Dampf. Oder auch nicht. Ich glaube, das war nicht so ganz im Sinne des Erfinders. Achso, ihr seht das gar nicht. Die ist einmal komplett durchgeglüht. Nehmen wir mal eine andere. Ich glaube, die funktioniert nicht mehr. Bisschen dünner. Ich weiß nicht, ob das alles die gleiche Größe ist.
mache das jetzt mal auf 80 Ampere, das war glaube ich ein bisschen für die kleine Elektrode zu viel Dampf. Aber ich muss wirklich sagen, dafür, dass diese Elektroden wahrscheinlich um die 30 Jahre alt sind, das Material nicht vernünftig sauber war und ich meine rechte Hand nicht ruhig halten kann, ist die Naht wirklich ziemlich gut gelungen. Auch wirklich schön sauber und porös, also relativ wenig Einschlüsse, wenig porös. Wie gesagt, ich kann meine rechte Hand nicht richtig ruhig halten. Ansonsten wäre das bestimmt auch noch besser geworden. Und Elektrode schweißen habe ich auch noch nie so oft gemacht, aber ich wollte mal gucken, ob solche alten Elektroden noch was können. Ich muss wirklich sagen, das ist wirklich ziemlich gut geworden. Das ist natürlich eine Ausnahme hier. Ich werde die auch nicht zum Schweißen benutzen, die kommen sowieso in Schrott, die Elektroden. Also heiß ist es hier auf jeden Fall genug drin. Ich habe auch einen Schweißhelm. Den setze ich auch auf, sonst mache ich das eigentlich immer ohne. Ich habe hier noch eine etwas dünnere liegen. 90 Ampere, das reicht wohl. Einer geht noch, oder? Die ist wieder ein bisschen dicker. 110 Ampere. Seht ihr das? Die glüht. So, ich habe da noch mal eine rausgenommen, eine etwas dickere. Ich kann die Beschriftung darauf nicht mehr lesen. Doch, da steht was. Orinox. Keine Ahnung, was das sein soll. Der wollte nicht mehr. Jetzt steht der Karton noch im Brand.
So, ich mache das noch im Sauber. Ja, nun kommt dieses, wird dieses doch eigentlich ziemlich langweilige Video beendet. Aber soll doch großartig was hin und her filmen, guckt sich sowieso keiner an. Ja, wir sind ein paar Schweißtropfen, Schweißfunken auf diesen schönen Karton geflogen, darum steht er im Brand. So. Elektra Beckum ist eine Firma aus Meppen im Emsland. Ist nicht weit weg von mir, also 87 Kilometer. Ja, ganz interessant finde ich. Ja, ihr konntet ja sehen, das funktioniert teilweise lassen sich die Elektroden noch schweißen, teilweise auch nicht. Ich wusste nicht, dass die Elektroden so verglühen können. Ich kann einen guten Prügel ja mal in die Kamera halten. Ich muss bloß halt mal Handschuhe anziehen, weil der ist noch ziemlich heiß. Bah, hier stinkt das. Ja, brennendem Papier. Auf einer Seite ist das Schweißgut lackiert gewesen. Darum stinkt es ja noch schön nach brennender Farbe. Benutze sie immer immer als Unterlage zum Lackieren. Habt ihr auch schon oft in meinen Videos gesehen. Du kannst das Ding nicht festhalten. Gottes Willen! Ja, konntet ihr sehen. Sieht aus wie ein Kunstwerk. Könnt ihr gerne kaufen. Folgt mir bei Instagram, folgt mir bei Twitter. Ich werde einfach ein paar Fotos posten von meinem Dreh hier. Und ja, folgt mir bei Instagram, Twitter, eBay. Habe ich auch mal ein schönes Werkzeug zu verkaufen oder andere Dinge. Bei eBay könnt ihr auch mal Merch kaufen. Meine Sticker, die ich gerade nicht zur Hand habe, aber gleich in die Kamera halten werde. Dann noch Tasse, T-Shirt, alles von mir. Ja, guckt euch meine anderen Videos an vom Schraubstock oder von den Schraubstöcken. Ich habe jetzt, glaube ich, 4 Schraubstöcke mittlerweile restauriert. Man soll doch sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst mir ein Like da, lasst mir ein Abo da. Tschüss, ciao, euer Roman. Ja, ich brauche die Teile ja eh nicht. Ich dachte mir, was passiert, wenn ich alle gleichzeitig zünde. Wasser habe ich zur Not noch da. Ist Wasser drinne. Ich drehe das schon mal eben auf. Gerät einschalten.